Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wir haben es in dieser Woche öfters gehört. Das beste Mittel, um Menschen für Gott zu gewinnen, ist unsere Heiligkeit. Unser Bemühen, heilig zu werden. Oder wie Kies sagte, ja, wie sprechen wir, wie denken wir, wie reden wir, wie handeln wir. Und um es dann weiterzuführen, da hat die Sünde der Lüge, der Unaufrichtigkeit, der Hinterhältigkeit, hat da keinen Platz. Und das ist die große Herausforderung und das ist aber auch die große Tragödie eigentlich der Kirche und in der Welt, dass es so wenig Bemühen gibt und dass so wenig eigentlich darüber gesprochen wird, dass wir heilig werden sollen, dass wir Abbild Christi werden sollen, dass wir Zeugen Christi werden sollen in dieser Welt. Von dem redet in der Kirche eigentlich niemand. Es ist überhaupt kein Thema. Und das ist eigentlich die große Tragödie. Wenn wir uns nicht bemühen um diese Heiligkeit, dann bekommt die Welt weltliche Gedanken, weltliche Themen, wie man das auch immer so sehen will, dann bekommen diese weltlichen Themen immer einen größeren Raum, einen größeren Platz. Vor allem auch, ja, die Sünde. Und das ist das eigentlich, das ist dieses Tragische. Und wenn man sich darum bemüht, dann wird man etwas, Doppelpunkt, authentisch. Dann wird man, wenn man sich um diese Tugend der Wahrheit oder auch diese Tugenden bemüht, dieser Tugend der Treue, dieser Aufrichtigkeit, dann wird man authentisch, dann wird man aufrichtig, dann wird man im Prinzip unschlagbar. Dann wird man unschlagbar und dann verwandelt man sich. Dann wird der andere, man wird unschlagbar, weil die Wahrheit kommt immer ans Ziel. Aber der Weg ist sicherlich dann manchmal nicht gerade einfach oder ohne Hindernisse oder einfach so bequem. Oder der Weg ist dann nicht einfach bloß ein Spaziergang, den man so geht, sondern der Weg ist dann manchmal wirklich auch holprig, herausfordernd, anspruchsvoll, ja so. Und um das könnten wir uns so bemühen. Und denkt einmal darüber nach. Und ich sage das eigentlich auch so, wirklich, ich kann ja immer bloß reden, was ich so selber am eigenen Leib und an den eigenen Ohren sozusagen mitbekomme. Die Lüge, die Unaufrichtigkeit, die Hinterhältigkeit ist etwas ganz Schlechtes, was ganz Schlimmes, was ganz Tragisches eigentlich. Vielleicht gehört da auch dazu Schönreden, Halbwahrheiten und was man immer da auch so dazu sagt. Ist also wirklich ganz, ganz unangenehm. Aber es wird auch einmal dann so sein, so sagte ich es ja gestern Abend, es wird auch einmal so sein, dass das alles einmal offenbar werden wird. Die tiefsten Gedanken des Herzens, die tiefsten Motivationen des Herzens, die werden einmal offenbar werden. Die tiefsten. Und natürlich wird der Herr, so wie es dann gestern auch im Evangelium geheißen hat, natürlich barmherzig sein, weil wer von uns ist schon gerne eifersüchtig? Eigentlich keiner. Das ist man wie automatisch oder das ist man wie, wenn man eine Verletzung hat oder sonst irgendwie sowas hat oder zu wenig bekommen hat. Wer von uns ist schon gerne eifersüchtig? Eigentlich niemand. Wer von uns ist schon gerne neidisch? Eigentlich niemand. Es ist ja alles ein Ausdruck nach, eine Sehnsucht nach Gott, schlussendlich. Und Jesus hat es dem Petrus gestern gezeigt. Geh weg, ich bin ein Sünder. Und dann sagt er, nein, von nun an wirst du Menschen fangen. Von nun an wirst du Menschen fischen. Also, und um das wollen wir Jesus jetzt bitten. Heute am Geburtstag der Gottesmutter. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Und ein Wort habe ich noch vergessen zu sagen, was da auch noch dazugehört. Taktieren. Das ist auch etwas ganz. Taktieren. So, gehört da auch noch dazu.